Ich bin der gute Hirt. So sagt Jesus heute am Anfang des Evangeliums. Dieses Wort Jesu hat gewissermaßen zwei Seiten für uns. Einerseits kommt dieser Vergleich, dieses Bildwort des guten Hirten aus einer uns in mancher Hinsicht fremden und vergangenen Kultur. Zur Zeit Jesu gab es viele Schafhirten in Israel und auch bei uns. Die Wissenschaft sagt uns, um das Jahr 6000 vor Christus kamen die ersten Schafe nach Europa. Es gibt sie bis heute bei uns, auf den Rheinwiesen sind sie jedes Jahr zu sehen. Aber unser alltägliches Leben ist nicht mehr im Alltag eben geprägt von dieser Erfahrung der Hirten und der Schafe. Der Beruf eines Schafhirten ist bei uns eher selten. Und auch in Israel, wo es ebenfalls bis heute Schafherden und Ziegenherden und Hirten gibt, gehört dieser Beruf nicht gerade zu den Traumjobs. Das Leben und die Arbeit in der Natur sind hart. Und die gesellschaftliche Anerkennung ist damals wie heute nicht besonders groß. Andererseits, bei aller Fremdheit dieses Hirtendaseins, dieses Hirtenbildes, liebe Schwestern und Brüder, verstehen wir durchaus auch heute sehr genau, was Jesus eigentlich mit diesem Bild sagen will. Den entscheidenden Punkt des Vergleichs zwischen dem guten Hirten und dem bezahlten Knecht, dieser Punkt ist für uns heute nicht weniger klar als für die Menschen damals vor 2000 Jahren. Denn dieser Punkt betrifft das Verhältnis zwischen dem Hirten und den ihm Anvertrauten. Treue, Einsatz, Tapferkeit, wenn nötig bis zur Hingabe des eigenen Lebens, das zeichnete den echten, den guten Hirten aus. Er lebt seine Berufung. Er ist 24 Stunden, 7 Tage in der Woche Hirte und lässt die ihm Anvertrauten nicht im Stich. Der bezahlte Knecht erledigt einen Job. Aber wenn es ernst wird, dann denkt er an sich, nicht an die, die ihm anvertraut sind. Liebe Schwestern, liebe Brüder, zwischen dem guten Hirten und seiner Herde gibt es ein Verhältnis des Vertrauens, der Fürsorge und der Liebe. Nach menschlichen Maßstäben ist es eigentlich unsinnig, dass ein Hirt, auch wenn er seinen Beruf ernst nimmt, tatsächlich, wenn es dann so richtig gefährlich wird, wenn also etwa ein wildes Tier, ein Bär, ein Löwe oder ein anderes Untier naht und er keine geeignete Waffe hat, dann ist es eigentlich unsinnig, dass er tatsächlich sein Leben riskiert oder hingibt für die Schafe. Denn wenn er sein Leben verliert, hat er nichts mehr davon und die Schafe haben auch keinen Hirten mehr. Nur wenn es stimmt, was Jesus im Evangelium heute als eigentlichen Grund angibt, dass dem Hirten nicht nur etwas, sondern so viel an den Schafen liegt, dass er sie kennt, dass er sie einzeln beim Namen nennt, dass ihm ihr Wohlergehen so sehr am Herzen liegt, dass er bereit ist, sein Leben hinzugeben. Nur dann ist es verständlich, dass er einen solchen Schritt tut, aber hier kommen wir vom Bild schon in die gemeinte Wirklichkeit. Jesus spricht über sein Verhältnis zu den Gläubigen, zu den Menschen, die ihm vertrauen, deren Glauben er anspricht. Wenn ich jemandem vertraue, der bereit ist, für mich zu sterben, dann ist das ein guter Grund, einem solchen Menschen Vertrauen zu schenken. Denn für jemanden zu sterben heißt,
Ich will, dass du lebst. Und selbst wenn es mich das Leben kostet, du sollst leben. Und das ist nichts anderes als echte Liebe. Und jemandem zu vertrauen, der mich so sehr liebt, dass er bereit ist, sein Leben für mich zu geben, das ist wirklich ein guter Grund zu vertrauen. Nennen Sie mir einen besseren. Liebe Schwestern und Brüder, spätestens hier an dieser Stelle wird deutlich, dass es im heutigen Evangelium und auch sonst, wenn vom Hirten und den Schafen die Rede ist, in keiner Weise darum geht, die Gläubigen als dumme Schafe zu charakterisieren. Das ist geradezu das Gegenteil dessen, was Jesus im Eigentlichen meint. Nicht ohne Grund wird er an anderer Stelle selbst als Lamm bezeichnet. Johannes der Täufer nennt ihn etwa das Lamm Gottes. Und in der Offenbarung des Johannes im letzten Buch der Heiligen Schrift steht das lebendige Lamm, Jesus wie geschlachtet, aber lebendig vor dem Thron Gottes, der Gekreuzigte und Auferstandene, der sein Leben tatsächlich hingegeben hat für die Seinen. Zum Ruhm dieses Lammes, zur Ehre Jesu, erklingt der Gesang der Engel und Heiligen im Himmel. Und vor der heiligen Kommunion in jeder Messfeier vereinen wir uns mit ihnen, wenn wir die Worte hören: Seht das Lamm Gottes, seht Jesus Christus selbst. Der gute Hirt ist selbst zum Lamm geworden. Gott ist Mensch geworden, damit wir Menschen aus unserer absolut bedrohten Existenz, die dem Tod verfallen ist, aufsteigen können und das Leben erhalten, das Gott selbst besitzt. Davon hat die zweite Lesung gesprochen. So groß ist die Liebe des himmlischen Vaters, so unfassbar, dass wir das hier auf Erden gar nicht begreifen können. Denn, liebe Schwestern und Brüder, der gute Hirt Jesus Christus, der tatsächlich sein Leben für uns hingegeben hat, er hat anders als ein rein menschlicher Hirte sein Leben auch nach dem Tod dann wieder in Empfang genommen. Er ist wirklich gestorben für dich und für mich. Er ist begraben worden. Die Römer wussten, was sie taten. Die waren Experten in der Hinrichtung eines Menschen. Die haben sich nicht vertan. Aber Jesus, der Gekreuzigte und Gestorbene, ist nicht im Tod geblieben. Er ist auferstanden. Er hat das wahrgemacht, was er am Ende des heutigen Evangeliums gesagt hat. Ich habe die Macht, mein Leben zu geben, freiwillig, nicht erzwungen. Und ich habe Macht, mir dieses Leben auch wieder zu nehmen. Das kann nur Gott. Nur Gott ist Herr über das Leben. Und an diesem Leben schenkt er uns Anteil. An dem Leben, das stärker ist als der Tod. Das macht die Größe und Würde unserer Gotteskindschaft aus. Der gute Hirt sorgt weiter für uns, indem er weitere Hirten gerufen hat, die in seinem Auftrag, in seinem Namen und in seiner Haltung als gute Hirten wirken sollen. Solche Hirten hat es von Anfang an in der Kirche gegeben, ein Petrus und ein Paulus und die übrigen Apostel, die buchstäblich dann auch ihr Leben hingegeben haben für die ihnen Anvertrauten, für die Bezeugung dieser Wahrheit: Jesus ist wirklich auferstanden. Und viele, viele andere Hirten seitdem. Ein heiliger Bonifatius, der für uns in Deutschland besonders wichtig geworden ist. Ein heiliger Damian de Veuster, der sich entschied, bei den 600 verlassenen Leprakranken in Molokai bei Hawaii zu bleiben, weil sie keinen anderen Priester sonst gehabt hätten, und der sich dann ansteckte und 1889 starb. Ein heiliger Maximilian Maria Kolbe, der 1941 im KZ von Auschwitz freiwillig anstelle
des Familienvaters in den Hungerbunker ging. Ein heiliger Papst Johannes Paul II., der Ziel mehrerer Attentate war und bis zum letzten Atemzug als guter Hirte der Kirche diente. Oder auch jene mehr als 50 Priester in Norditalien, die im Jahr 2020 den Aufruf von Papst Franziskus ernst nahmen und die damals an Covid Erkrankten nicht alleine ließen, sich dann selbst infizierten und starben. In Bergamo war es der 72-jährige Priester Giuseppe Berardelli, der auf ein Beatmungsgerät verzichtete, um einem jüngeren Patienten die Chance zum Überleben zu geben. Liebe Schwestern und Brüder, ja, es gibt unter den geistlichen Hirten solche, die sich wie bezahlte Knechte verhalten haben und verhalten. Das ist leider wahr. Aber es ist auch wahr, dass es auch bis heute gute Hirten gibt. Umso wichtiger ist es, dass wir um gute Hirten beten. Denn das hat Jesus, der gute Hirt par excellence, uns gesagt und aufgetragen. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter, dass er gute Hirten sendet. Amen.